Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch auch heute, wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und da gehen wir auch direkt schon mal drauf, denn er ist in 3 Sekunden da. Knappe Sache und mal schauen, was heute so reinkommt. Es kam gestern übrigens auch ein Paket und heute gibt es Macarena. Okay, ich habe eine Vermutung. Sehr, sehr nice. Ansonsten tägliche Sachen. Hier die Fußball-Ikonen noch am Start und die ganzen DC-Sachen immer noch. Und das, was ich mit dem Paket meinte, ist hier unten unsere dunkle Machenschaften. Das war bei mir noch nicht direkt da, ist jetzt mittlerweile aber auch bei mir am Start. Hier das Paket kam nochmal zurück. Da gibt es auf jeden Fall diese 3 Skins mit den 2 Rückenteilen und der Hacke hier. Ist ein cooles Paket. Und ich würde sagen, wir gehen direkt nach oben, hier zum Emote, Macarena, da bin ich gespannt und ja, hey Macarena, der Tanz ist jetzt wirklich auch am Start, ich kann es nicht zu lang zeigen, aber extrem nice, ich konnte mir schon denken, das ist wirklich cool, also muss ich sagen, mal sehr, sehr cooler Tanz, neuer Ikonentanz heute am Start. Ist wirklich sehr, sehr nice. Okay. Daneben athletische Assassine nochmal zurück. Ist okay, kann man machen. Hat auf jeden Fall noch ein paar Stile am Start, kann man sich also gut anpassen. Die hat da hier noch ein Rückenteil und eine Hacke. Eine coole Doppelhacke. Alles hier nach einem Monat zurück. Dann gibt es den Agent des Chaos auch nochmal nach einem Monat. In diesem dünnen, ich sage immer John Wick-Stil. Hat auch hier nochmal diese weiteren Stile. Und dann gibt es noch die Chaos-Sense. Und auch die Lackierung. Und ja, das sind auch schon die vorgestellten Sachen. Heute wirklich was Cooles hier am Start, muss ich sagen. Und ja, wie immer könnt ihr gerne ganz kurz einmal meinen Code hier eingeben. Wäre natürlich eine krasse Unterstützung. Und auf jeden Fall ein riesiges Danke, der das macht. Und dann gehen wir auch schon zu den täglichen Sachen. Und hier gibt es die dunkle Vorhut. Der Skin auch schon uralt. Und das gab es auch damals in so einer Season. Ich glaube, Season 3 war das dann auch, wo es halt diese ganzen, ja, Weltraum-Skins gab. Ganz cool gewesen. Auch das nochmal nach 2 Monaten zurück. Dann gibt es Savage daneben. Kennt, glaube ich, auch jeder. Ist, glaube ich, vor einer knappen Woche da gewesen. Sehr, sehr cool. Auch ein Ikonentanz. Dann gibt es die Raufbolden. Auch uralt aus Season 1. Ist nach 2 Monaten am Start. Und dann gibt es auf großem Fuße nach 140 Tagen zurück. Schon ein bisschen selten. Auch sehr alt. Dann gibt es noch Depp. Auch alt, Season 1. Habe ich ihn damals auch gekauft, fand ich ganz lustig. Auch nochmal 2 Monate her. Und Röstlichkeit. Sieht cool aus. Der gönnt sich hier. Auch 1 Monat her. Finde ich auch ganz nice. Und ja, der Rest ist wie gesagt geblieben. Unten kam halt dieses Paket zurück. Und ja, etwas kleinerer Shop, aber das Emote hier ist wirklich ultra cool.